Michael wird uns heute einen kleinen Einblick in das Projekt geben, das er gerade maßgeblich hier vorantreibt bei Randstad. Ich habe es vorhin schon erzählt, ihr habt vor 3-4 Jahren die Einführung der G Suite letztendlich gemacht. Ja. Und jetzt den Schritt gegangen, dann auch entsprechend auf Hardware umzusteigen, die das letztendlich auch sehr gut unterstützt, und entsprechende Chromebooks einzuführen. Und was ihr da bisher so für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr da rangeht an das Thema, das ist für uns eine spannende Inspiration auch, und da freue ich mich, dass du uns da heute ein paar Einblicke gibst. Danke. Gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Michael Fahrt von der Firma Randstad. Wir haben, wie es Paul eben schon sagte, vor einigen Jahren die G Suite schon eingeführt. Damals mit dem Fokus, wir wollen Outlook und Exchange ablösen. Das heißt, wir haben uns konzentriert auf Mail, Kontakte und Kalender. Und die G Suite mit den anderen Produkten war mit dabei. Wir hatten aber tatsächlich noch nicht wirklich entschieden, wie wir damit zukünftig umgehen wollen. Unabhängig davon hatten wir bis dahin bestimmte Clients im Einsatz, sogenannte SYN-Clients. Die sahen ungefähr so aus, das heißt, sehen sie auch immer noch, also noch sind sie da, wir sind gerade dabei, sie auszutauschen. Hatten durchaus auch ihre Daseinsberechtigung. Vorteil an den SYN-Clients war, sie sind eigentlich auch relativ leicht zu administrieren. Hatten aber auch zwei Nachteile. Zum einen, sie sind halt stationär. Mittlerweile ist die Anforderung doch immer mehr, mobil zu sein. Klar gab es damals auch schon Kollegen, die ein Windows-Notebook zum Beispiel hatten, wenn sie mobil unterwegs sind, aber unsere Kollegen in den Standorten, in den Niederlassungen, hatten dann eben diesen stationären SYN-Client, waren also an den Arbeitsplatz gebunden. Und was halt an der Stelle ein kleiner Nachteil ist bei Citrix, Citrix ist super, wenn man eigentlich nur klassische Office-Tätigkeiten hat, da ist es echt stark. Es hat aber eine Schwäche, die aber eigentlich im Konzept von Citrix liegt, das kann man dem Tool nicht wirklich vorwerfen. Es ist nicht wirklich Multimedia-tauglich, weil es eben so extrem komprimiert ist, sagt also, ich brauche ganz, ganz wenig Bandbreite für das, was ich anbiete, eben aber dadurch komprimiert. Und wenn man dann eben von E-Learnings, was halt immer mehr ein Thema wird, man hat Videotutorials, die man sich anschauen will, vielleicht auch mal Videoconferencing, Online-Bewerbergespräche ist vielleicht ein Thema bei uns in naher Zukunft. Und da wollen wir entsprechend dann auch vorbereitet sein. Das ist mit Citrix schwierig. Ja. Ein anderes Thema war, wo die Daten liegen. Da sie momentan halt innerhalb von Citrix auf Netzlaufwerken liegen. Wenn ich jetzt dann im Prinzip mein Firmen-Smartphone bin unterwegs, habe vielleicht jetzt so oder so, ob ich jetzt ein mobiles Gerät habe oder nicht, muss aber vielleicht zwischendrin, weil mein Chef anruft und sagt, hier, kurz mal, ich brauche mal das eine Dokument nochmal oder schau da nochmal drüber. Wenn ich eben nicht im Citrix drin war, war das halt schwierig. Und was halt auch ein Thema war, das betrifft jetzt mehr uns, weniger die Anwender. Es ist halt relativ komplex zu administrieren, weil es eben zentral gemanagt werden muss, die Citrix-Umgebung, die Laufwerke und so weiter. Da hinten kommt eine Frage. Erzählst du später was darüber, was so ein ThinkClient kostet? Also ich kenne das jetzt seit 20 Jahren oder so, aber ich habe nie verstanden, was die Vorteile sind. Ah, okay. Richtig. Okay. Also die Frage war wegen den Kosten, kann ich tatsächlich, aber wirklich zu den Kosten kann ich leider nichts sagen. Zum einen kenne ich sie teilweise nicht, zum einen habe ich da auch jetzt nicht unbedingt die Freigabe für, also leider kann ich über die Preise nicht sprechen, also weder für die alte noch für die neue Umgebung, da bitte ich um Verständnis. Das Thema ist halt, dass wir die immer zentral halt managen mussten, wir mussten die Laufwerke anlegen, die Berechtigung draufsetzen und so weiter und so fort, was auch teilweise für den Anwender dann insofern ein bisschen unglücklich war, weil das nicht immer so schnell bearbeitet werden konnte, wie sich es vielleicht der Anwender wünscht. So, das heißt, was haben wir uns überlegt? Zum einen, unabhängig von den Google-Themen, war halt einfach die eine Herausforderung, dass wir gesagt haben, unsere Kollegen sollen die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten. Flexibel heißt jetzt nicht automatisch Homeoffice, kann es auch bedeuten, aber das ist, wie gesagt, ich habe ein Gerät, das nehme ich dann halt einfach unter den Arm, gehe zu meinem Kunden, habe meine Sachen halt unterwegs mobil dabei. Und haben uns dann entsprechend jetzt für diese Geräte, hier auf dem Schirm sieht man es nochmal, das ist Acer Spin 13, ein sehr leistungsfähiges Chromebook. Und also zum einen erstmal zu sagen, wir geben den Kollegen mehr Flexibilität an die Hand, sie sind halt wirklich mobil. Dafür müssen wir aber auch ein paar Sachen machen. Zum einen mussten wir sämtliche Standorte umstellen auf WLAN, bisher war alles über LAN verkabelt. Mittlerweile haben wir jetzt fast alle Standorte auf WLAN umgestellt.
Das zweite ist, wenn ich unterwegs bin, kann ich ja unter Umständen nicht wissen, ob ich jetzt vor Ort beim Kunden oder wo auch immer ich dann bin, tatsächlich ein WLAN zur Verfügung habe. Die Kollegen haben ein Smartphone und können dann über das Smartphone entsprechend einen Hotspot aufmachen und dann entsprechend halt gegebenenfalls mit den mobilen Daten surfen, um halt entsprechend diese Möglichkeit zu haben, ich bin beim Kunden vor Ort, ich bin vielleicht wirklich mal im Homeoffice, das Kind ist krank oder sowas, ja, solche Dinge. Oder verabrede ich vielleicht wirklich mit einem Dienstleister und dann macht man vielleicht irgendeinen Coworking Space oder wo auch immer vielleicht demnächst mal Termine aus. Und für uns als IT war halt auch noch die Herausforderung, eine Lösung zu finden, die sich ähnlich wie im Citrix, wenn man es zentral managen muss, manche Sachen wollen wir auch weiterhin zentral managen, dass das aber relativ einfach möglich ist. Und haben halt auch eine Lösung gesucht, die sich halt über ein MDM, also ein Mobile Device Management, relativ gut managen lässt. Wir reden hier von ca. 1500 Geräten, es werden wahrscheinlich noch mal mehr, aber so in der Größenordnung wird es sich im Moment erstmal bewegen. Und was halt auch eine schöne Sache ist, eben mit den Chromebooks, weil die Chromebooks halt wirklich für die Google-Dienste optimiert sind. Und da ist es für uns auch nochmal ein Vehikel, um entsprechend auch nochmal ein bisschen mehr die Nutzung der Google-Dienste zu fördern. Wieso wollen wir das? Wir hoffen uns tatsächlich, die Teamarbeit zu stärken. Ja, also es gibt sicherlich ein paar Sachen, die kann vielleicht Microsoft Office dann im Moment noch besser als Google, wobei die auch mit Riesenschritten vorangehen, muss man auch sagen. Aber klar gibt es noch ein paar Sachen, die können sie vielleicht noch nicht so gut. Jedes Tool hat seine Stärken und Schwächen, keine Frage. Aber eine der Stärken ist definitiv die Teamarbeit. Also alles, was ich teammäßig machen kann, weil die Sachen eben in der Cloud liegen, immer in Echtzeit verfügbar sind und so weiter und so fort. Wie hier auch auf der Folie zu sehen, die dahin liegen dann nicht mehr nur in Citrix. Auch in Citrix komme ich an mein Vive dran. Also wenn ich jetzt mit Citrix aus irgendwelchen Gründen, das wird auch eine gewisse Zeit noch so notwendig sein, weil bestimmte Tools außerhalb der Google-Dienste tatsächlich momentan weiterhin erstmal nur in Citrix bereitstellen können. Wenn ich aber Daten austauschen will, kann ich ja dort einen Drive rein. Ich kann es auf dem Smartphone, auf dem Chromebook, auf jedem Gerät, was online-fähig ist und was ich mit meinem Google-Konto eben verbinden kann, habe ich die Daten im Zugriff. Überall. Ja. Und halt auch immer aktuell. Und ein Thema, was wir früher oft genug erlebt haben, klassisch Netzlaufwerk, klassisch Microsoft Excel. Jemand macht eine Datei auf, der nächste Kollege will eigentlich auch in die Datei rein und dann kommt die Meldung, schon in Verwendung. Das sind also Sachen, die passieren halt bei Google nicht. Da können halt x beliebig viele Personen gleichzeitig da drin tätig sein. Der eine liest, der andere pflegt und so weiter und so fort. Und was auch eine Stärke ist, wenn ich jetzt an sowas denke wie die Teamablagen bei Google. In der Vergangenheit war es eben so, da musste ein Laufwerk, wenn es wirklich ein Netzlaufwerk war, erst bei uns beauftragt werden. Die Rechte dafür gesetzt werden und so weiter. Eine Teamablage kann jeder selbst anlegen, kann sein Team selbst festlegen und auch flexibler als auf dem Netzlaufwerk. Da war es so, da war immer ein Vollzugriff gegeben. Hier kann ich sogar einschränken, kann sagen, da sind vielleicht Kollegen, die dürfen nur lesen, kommentieren oder eben halt dann tatsächlich komplett auch bearbeiten. Also auch für den Anwender mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit. Und ein weiteres Thema ist auch, unabhängig von den Google-Diensten, sind wir gerade dabei, ein Teil haben wir schon eingeführt, ein Teil steht jetzt gerade an, Sachen, die auch Cloud-basiert oder per Sync Sign-On mit Google Credentials abgerufen werden können, bei uns im Unternehmen einzuführen. Das eine ist, wir haben ein neues Intranet, was wir gerade eingeführt haben, vor circa einem Jahr. Das basiert auf dem Tool Lumapps, ein Premium-Partner von Google. Das haben wir gerade umgestellt. Demnächst, oder sind wir jetzt gerade dabei, im Moment ist noch in der Pilotphase, aber in den nächsten Wochen wird es dann in der Fläche ausgerollt. Bei uns ein sogenanntes Front Office, das ist ein Tool, was im Vertrieb benutzt werden soll, basiert auf Salesforce, auch das interagiert ja sehr stark mit den Google-Diensten. Und auch SAP schreitet voran, also wir haben viele Dienste, die bei uns auf SAP basieren und unsere Reporting-Lösung, die wir jetzt gerade im Moment noch haben, stellen wir jetzt nach und nach um auf SAP Analytics Cloud. Also auch da geht die Richtung immer mehr Richtung Cloud und Anbindung an die Google-Dienste. Und ein letzter Punkt, da müssen wir tatsächlich gucken, wie es in der Praxis dann sich entwickeln wird. Mit den Online-Konferenzen ist halt auch eine schöne Sache, wo man in der Vergangenheit dann oftmals für vielleicht nur ein, zwei Stunden sich ins Auto setzen musste, um halt mit Kollegen, die auf nicht auf der eigenen Fläche sind,
um sich irgendwo zu treffen, musste halt irgendeiner halt eben reisen. Und wenn es nur eine Autofahrt war, hier kann man wirklich auch mal spontan sagen, hier hast du mal eine halbe Stunde Zeit, ich muss mal was mit dir klären. Und falls man dazu auch mal Bild braucht und nicht einfach nur klassisch Telefon, ist es halt auch eine schöne Sache. So, das eine ist dann die Theorie, dass man sagt, okay, wir haben ganz viele tolle neue Lösungen, wir haben neue coole Geräte. Moment prasselt aber bei uns auf die Kollegen sehr, sehr viel gleichzeitig ein. Eben gesagt oder gezeigt, wir führen auch noch ein paar andere Tools ein. Und um die Kollegen da nicht zu überfordern, haben wir uns halt überlegt, wie kriegen wir das jetzt entsprechend dann auch in die Fläche rein, dass die Kollegen wissen, wie sie es bedienen, dass man einfach sagt, okay, hier ist was Neues und jetzt seh mal zu, wie du klarkommst. Sondern dass wir die Kollegen da auch ein bisschen an die Hand nehmen können. Das heißt, wir haben uns überlegt, diese Geschichte hier mit dem Google Sensei, ich habe auch hier mal den Aufsteller, den wir bei den Trainings dann immer aufgestellt haben, mit dabei. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, was das mit den Senseis, mit dem Dojo auf sich hat. Die Idee war erstmal zu sagen, okay, wir können mit unserem kleinen Team im Backoffice nicht die ganze Fläche schulen. Das kriegen wir einfach nicht hin. Das heißt, wir brauchen Multiplikatoren und diese Multiplikatoren sollten im Idealfall natürlich auch motiviert sein und Lust auf solche Themen haben. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, wer hat denn überhaupt Bock auf sowas. Da haben wir tatsächlich ein Google-Quiz gemacht, also ein Google-Formular, ein paar Fragen gestellt und erstmal so, wie kennst du dich damit aus und am Schluss dann auch, hast du Lust drauf. Und die haben wir dann angesprochen und tatsächlich sind das jetzt so ein, für uns so eine Art VIP-Nutzer oder Google Guides, kann man nennen, wie man möchte. Die haben den Vorteil gegenüber den anderen Kollegen, sie kriegen die Infos teilweise früher, sie werden intensiver geschult, intensiver betreut, also sie haben auch ein bisschen kürzere Wege, was sie dann hoffentlich auch zusätzlich motiviert zu sagen, okay, weil ich ja diese Infos ein bisschen früher kriege als andere, also ich bin da meinen Kollegen vielleicht ein bisschen voraus, ist ja vielleicht auch so Thema Anerkennung, ja, Wertschätzung, nochmal ein Thema. Und dass dann vielleicht auch das eintritt, dass die anderen Kollegen, die eben halt nicht diesen VIP-Status haben, tatsächlich mal, wenn die wissen, okay, da gibt es welche, die können das für mich dann auch klären, dass die im Prinzip so ja, als Ansprechpartner nochmal als Zwischenstelle fungieren zum Backoffice, dass sie sagen, okay, wir bündeln das erstmal dort, die können vielleicht die Fragen schon beantworten oder bündeln, aufbereiten, vielleicht auch mit den anderen VIP-Kollegen dann auf der Ebene erstmal klären und wenn es halt nicht klappt, dann kommen sie auf uns zurück. Damit sie das nicht entsprechend ausfüllen können, werden sie intensiver geschult. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir ein Präsenz-Tagestraining tatsächlich gemacht haben. Die sind jetzt soweit abgeschlossen und den Rest machen wir dann online in kleineren Sessions. Das ist einfach wirklich ein komplettes Tagestraining. Wobei wir in dem Tagestraining jetzt keine Grundschulung über alle Produkte machen konnten. Das hätte einfach den zeitlichen Rahmen gesprengt. Da war die Idee, wie das Thema Teamarbeit, dass wir da einfach gezeigt haben, okay, was kannst du hier machen, die wir auch direkt in der Schulung angewendet haben. Also ich hatte Chromebooks dabei, jeder hatte sein eigenes Chromebook, gesagt, melde dich an, haben wir gemeinsam eine Teamablage angelegt, mal eine Tabelle angelegt, gemeinsam in dem Dokument gearbeitet, um halt wirklich zu sehen, wie funktioniert das online, offline, also alles, wenn wir jetzt gerade tatsächlich gleichzeitig drin sind, wie das funktioniert, aber auch, wenn jetzt ein Kollege zu dem Team gehört, vielleicht einen Task zugewiesen bekommt, in dem Moment aber gerade nicht im Dokument selbst drin ist, dass man dem halt auch Aufgaben durchaus zuweisen kann, die er später abarbeiten kann, solche Dinge. Da haben wir verschiedene Dinge aufgezeigt, um halt wirklich mal die Augen zu öffnen, wo tatsächlich dann die Vorteile liegen für den jeweiligen Kollegen selbst. Das wäre dann der letzte Punkt, dass die Kollegen für sich erkennen, was bringt es denn mir? Ja, weil was wir in der Vergangenheit oftmals ja, vielleicht nicht ganz so gut gemanagt haben, ist, da wurden neue Tools eingeführt, die wurden entweder nicht gut genug begleitet oder es hat sich so, je nachdem, wie lange sich eine Einführung auch hingezogen hat, die Erwartungshaltung so hoch gesteigert, dass dieses Tool diesen Erwartungen gar nicht gerecht werden konnte. Was dann auch dazu führt, wenn dann halt ein neues Tool angekündigt wird, ja, mal gucken, wie das wieder läuft. Warten wir erstmal ab. Was die wieder in Eschborn im Head Office da behaupten, muss ja noch lange nicht so eintreten. Und dass ich da wirklich sage, das sind Sachen, da musst du nicht wochenlang irgendwo die Tutorials erst anschauen, sondern die kannst du relativ schnell umsetzen, im Idealfall direkt hier in diesem Training. Kannst es anwenden, musst nicht lange für Sachen lernen und hast für dich direkten Effekt. Ja? Und dass die Kollegen da tatsächlich sehen, okay, das ist wirklich nicht so schwer, es bringt mir direkt was. Ich habe direkt schnell irgendwelche Erlebnisse, Erfolgserlebnisse halt auch.
Ja, und das dann entsprechend aber später mit Online-Sessions dann weiterzuführen. Und da machen wir dann kleine Häppchen, das werden dann wahrscheinlich so Sessions zu 20, 30 Minuten, wo wir uns dann zu den Themen, die wir da teilweise nur anreißen konnten, dann wirklich vertiefen können. Ein anderer Punkt, den wir noch demnächst jetzt starten werden, das passiert jetzt Mitte März. Auch das ist erstmal ein Testballon, machen wir das erste Mal so bei Randstadt, das ist das Thema Gamification. Hier der Punkt Lernen mit Spaß. Da geht es im Prinzip darum, dass man halt Wissensinhalte nicht klassisch mit, da gibt es eine Anleitung zu oder da gibt es eine Supportseite oder ein kurzes Filmchen, das man sich anschauen kann, sondern wir machen dann auch basierend auf Google Forms kleine Quizze, gibt es dann auch Punkte für. Und da versuchen wir so ein bisschen halt Fragen zu stellen zu den diversen Google-Produkten und zu gucken, was können sie schon. Geben aber auch Tipps, wenn man es jetzt halt nicht weiß, wo man halt die Infos findet, dass man tatsächlich sein Wissen aufbauen kann mit ein bisschen Spaß. Man sagt, okay, oh, weiß ich tatsächlich nicht. Na, dann gucke ich mal, klicke ich mal auf den Link und schaue mal, was da kommt. Und im Idealfall dabei auch was erkannt habe, was mir schon wieder im Alltag weiterhilft. Und halt nicht so ganz, also zum einen ein bisschen interaktiver und eben halt mit ein bisschen mehr Spaß. Wir müssen mal schauen, wie es funktioniert. Probieren wir jetzt halt mal aus. So, jetzt kommen wir zu unseren Senseis und dem Dojo. Wir haben, mal so eine Übersetzung aus, oder was heißt Übersetzung, eine Erklärung aus Wikipedia mitgebracht. Also im Prinzip, den ersten Satz kann man fast weglassen, aber das zweite ist für uns das Entscheidende. Das bedeutet so viel wie der Lehrer, der Senior, der den Weg vorlebt und seinen Schülern vermittelt. Also dieses Thema mit, wir haben ja, so Google Guides oder Master User, wie man sie auch sonst noch nennen hätte können, die tatsächlich schon ein bisschen mehr können als die anderen Kollegen, an die man sich dann vertrauensvoll wenden kann. Und ja, so ein bisschen, wenn man es jetzt ein bisschen übersteigern wollte, so die Weisen zum Thema Google, ja, deswegen halt auch dieser, sieht ja schon ein bisschen seriös und wissend aus. Auch das ist eine Sache, wo wir gesagt haben, probieren wir mal aus. Da wird es auch ein paar Kollegen sagen, naja, klingt jetzt vielleicht nicht ganz so seriös, ja, aber auf der anderen Seite auch sagen, hey, unser Berufsleben ist schon ernst genug, lass uns mal ausprobieren. Und es gibt halt tatsächlich, es gibt die einen sagen, na, finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, ja. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ach, finde ich eigentlich mal ganz cool, mal was Lockeres. Ja, und da haben wir uns eben in diesem Dojo, das war dieses Ein-Tagestraining, das war dann unsere Trainingseinheit in dem Präsenztermin mit den entsprechenden Geräten, wo wir dann in der Praxis die Sachen gleich angewendet haben. Und wie eben schon gesagt, den Rest machen wir dann später online. Vielleicht gibt es auch nochmal Präsenztermine, aber es ist meistens geplant eher online, weil wir halt wirklich auf der ganzen bundesweiten Fläche verteilt sind. Da ist es dann ein bisschen schwierig, die Leute immer in bestimmte Lokationen zusammenzubekommen. Deswegen auch der letzte Punkt. Wir haben basierend in unserem neuen GroupNet Communities angelegt. Einmal zu Google allgemein, aber auch zu den Chromebooks. Es gibt also zwei Communities zu diesen beiden Themen. Und die Idee ist, dass auch unsere angehenden Senseis da einen Blick drauf haben, entweder selber Fragen dort reinstellen, wir sagen, kann ja sein, kommt ein Kollege aus der Fläche und sagt, wie geht denn das? Der Sensei weiß es eben nicht. Und entweder sagt er, stell mal die Frage rein, wenn der Kollege sagt, ein bisschen, das ist vielleicht eine blöde Frage, trau mich nicht, dass dann der Sensei sagt, gut, ich stelle sie für dich rein. Im Idealfall weiß es tatsächlich ein anderer Sensei schon, kann es beantworten. Und wenn nicht, sind wir dann im Backoffice noch da und unterstützen halt weiter, aber das dann halt so nach und nach erst über die Senseis und dann später in die ganze Fläche das Wissen immer breiter wird. Und statt jetzt zu sagen, okay, da gibt es ein Monsterdokument, da steht alles drin, was sich sowieso keiner durchliest. Also unsere Erfahrung ist, dass das, egal wie man es versucht zu dokumentieren, in der Regel einfach so nicht wahrgenommen wird. Und dass man tatsächlich zu den konkreten Fällen, ich habe eine konkrete Frage, dazu brauche ich eine konkrete Antwort, dass wir das eben versuchen über die Communities zu machen. Das läuft sehr gut an. Und das andere ist dann gegebenenfalls wirklich über diese Online-Schulung, die wir dann mit Videokonferenzen machen, die wir gegebenenfalls dann auch aufzeichnen und bereitstellen können. Je nachdem, wie so eine Session dann gelaufen ist, kann man auch dann überlegen, dass man ja tatsächlich ein ganzes Unternehmen dann zur Verfügung stellt, wenn die Teilnehmer damit einverstanden sind. Dann hat man sogar ja, wie so ein kleines E-Learning mal nebenbei produziert. Hängt er kurz. Genau, Gamification hatten wir also eben schon. Das ist also unser Testballon, einfach mal zu schauen, kriegt man es hin, Wissen mit Spaß zu vermitteln.
Bin sehr gespannt drauf. Das Ganze läuft circa über 8 Wochen. Pro Woche ein Quiz wird dann ausgewertet und die, die halt relativ gut performt haben, also wir machen es auch bewusst so, es wird nur so eine Art Highscore-Liste geben mit denjenigen, die die meisten Punkte haben und die anderen, da werden wir jetzt die Punkte gar nicht veröffentlichen, weil wir wollen ja motivieren, nicht demotivieren. Nicht, dass dann jemand sagt, oh, da, ne, also gibt es eine Gesamtliste und ich bin ja da im unteren Drittel. Das könnte dann nicht eher dazu führen, dass die Kollegen sagen, oh, offensichtlich bin ich nicht so fit. Und dann sieht das auch noch jeder. Das ist nicht die Idee dahinter. Also deswegen sagen, okay, da gibt es halt ein paar oben, die sollen anspornen. Dann sagt, ey, dann sehe ich, ich habe so und so viele Punkte und der hat noch ein bisschen mehr. Na, so viel ist es nicht. Da gebe ich beim nächsten Quiz noch mal ein bisschen mehr Gas. Dann schaue ich vielleicht auch mal da oben hin. Das ist so die Idee dahinter. Und am Schluss wird es dann auch kleine Incentives geben, wobei ich jetzt aber nicht verraten werde, was. Falls jemand von den Kollegen nämlich das Video sieht, wollen wir noch nicht verraten. generell ist halt auch die Idee jetzt mit den, sowohl mit den Geräten als auch mit den Google-Diensten, wir wollen kleine Schritte machen. Also ich hatte es eben schon mal gesagt, wir führen momentan verschiedene Tools ein und ich habe auch schon tatsächlich auch schon während der Projektphase und auch jetzt während des Rollouts immer mal gehört, ja, kriegen wir das hin, das ist ja, wir sollen hier was lernen, da kommt was, wird das nicht ein bisschen viel? Und dass wir wirklich sagen, okay, wir machen wirklich kleine Schritte. Also wir haben tatsächlich als Unternehmen in der Vergangenheit oft genug dazu tendiert, sowas wie hier oben zu machen. Wir wissen, am Schluss hätten wir eigentlich gerne ein cooles Auto. Ja? Und dann baue ich halt wirklich an dem Auto rum. Dann muss ich erstmal irgendwie einen Reifen bauen. Ja? Dann muss ich irgendwie gucken, wie ich da die Felge und dieses jenes, dann kriege ich über eine Achse hin. Aber das Ding fährt noch nicht. Ja? Also ich muss ganz viele Sachen machen. Ich muss hier diesen ganzen Unterbau, das ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich muss mir überlegen, wie ich so einen Grundrahmen baue, wie die Karosserie da oben drauf aussieht, dass die auch sicher ist und einen Kofferraum hat und was weiß ich was alles, ja, und am Schluss dann irgendwann kommt, dann ganz am Schluss irgendwann mal das Lenkrad und dann kann ich das Ding erst fahren. Dass man sagt, okay, da würde ich zwar schon gerne hin, aber wenn es erstmal nur darum geht, von A nach B zu kommen, dann muss ich nicht unbedingt gleich ein Auto haben. Dann tut es auch mal ein Skateboard. Ja, dass ich sage, ich fange halt klein an, das ist auch nicht so schnell, wenn mal irgendwie was ist und das Ding haut mir ab, naja gut, dann springe ich runter, ist mir nichts passiert. Ja. Im großen Auto, ich habe vielleicht noch nicht mal einen Führerschein, ja, soll aber das Auto fahren, da sitze ich im nächsten Baum, nicht so schön. Und dann, ne, irgendwann kann ich Fahrrad fahren, juhu, vielleicht sogar freihändig. Dann irgendwann mache ich einen Motorradführerschein und irgendwann kann ich tatsächlich auch ein großes Auto fahren, ja, oder vielleicht sogar ein LKW. So, und da halt wirklich die Kollegen ein bisschen besser zu betreuen und auch nicht zu überfordern, dass wir sagen, du musst ja nicht jetzt vollumfänglich gleich alle Google-Dienste auf einmal nutzen und alle Möglichkeiten, die das Gerät hat, sofort nutzen. Die Möglichkeiten sind da. Du kannst jederzeit für dich entscheiden, wann und in welcher Tiefe du damit umgehst, aber mach es in deinem Tempo. Ja, in deinem Tempo für dich, in deinem Tempo innerhalb deines Teams. Ja, wenn der eine erste sagt, okay, ich spreche schon mal ein bisschen vor, ich gucke mir das an und dann gucken wir, wie wir als Team damit umgehen, umso besser. Aber dass nicht irgendwo dieses Gefühl entsteht, ich komme da nicht mehr mit. Die Taktzahl wird halt tatsächlich in der IT-Welt auch immer schneller. Auch für uns in der IT manchmal, wo wir sagen, auch für uns ist es ja manchmal nicht so einfach, da immer Schritt zu halten. Und dass wir sagen, okay, dann mach dir wirklich ein kleines Thema. Vielleicht hast du irgendwas, was du bisher in Excel gemacht hast, wo du sagst, okay, die Excel-Datei habe ich in der Vergangenheit immer dann hin und her gemailt. Dann gab es Rückmeldung vom Kollegen, der hat den anderen zurückgemailt mit den Einträgen, die er gemacht hat. Insgesamt gab es 7 Versionen. Irgendeine, ja, armes Würstchen musste dann hergehen und musste dann diese ganzen Versionen wieder in eine Datei zusammenführen. Wo man dann gesagt hat, okay, dann probier's doch mal. Das ist eine Datei, die ist relativ simpel, die hat vielleicht nur ein paar Daten drin, einige wenige Formeln, die ist echt schnell in Google-Tabellen gebaut. Statt jetzt wieder das in Excel zu bauen, baust du in Google-Tabellen. Guck mal, mach eine Freigabe, probier aus, auch da mit den Freigaben, guck mal, wie das funktioniert mit den Freigaben. Wenn du dann nicht so sicher bist, wie das funktioniert, mach's mit einem kleinen Team und guck halt mal, wie das funktioniert. Na, lerne wirklich Schritt für Schritt. Okay, Freigaben habe ich verstanden. Google-Tabellen mit den Zusammenarbeiten habe ich verstanden. Formeln und Bedienungen ist auch nicht so viel unterschiedlich, ja, ein bisschen anders, aber gar nicht so schlimm, wie ich es mir vielleicht erst ausgemalt habe, kriege ich auch hin. Ja. Und dass dann tatsächlich eben relativ schnell Erfolgserlebnisse auftreten, wo die Kollegen wirklich sehen, okay, das war jetzt nicht wirklich schwer, das umzustellen. Und es hat tatsächlich mir und meinen Kollegen was gebracht. Also das ist immer so mein Dreh- und Angelpunkt, dass ich den Kollegen halt keine leeren Versprechungen machen möchte, sondern probiert es aus, erlebt es selbst. Ja. Und wenn ihr dann für euch erkennt, das kriege ich hin in meinem Alltag
Und es bringt mir tatsächlich was. Es macht mir das Leben wirklich leichter. Da habe ich wieder ein bisschen Zeit gespart, eben weil ich sowas wie Daten konsolidieren oder sowas kann ich mir sparen. Und dann traue ich mich auch an den nächsten Schritt, dass die Kollegen auch wirklich sagen, okay, jetzt mache ich den nächsten. Jetzt gehe ich halt vom Skateboard vielleicht dann irgendwann wirklich aufs Fahrrad. Ja? So, momentan sieht das so aus bei uns mit dem Rollout. Also ich habe jetzt mal hier nur so, wir haben schon die ersten Chromebooks haben wir irgendwann ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, irgendwann im März, April haben wir, glaube ich, die ersten Geräte bei uns intern uns angeschaut. Also weil wir die Überlegung getroffen haben, wir möchten die Kollegen halt mobil machen, mit welchen Geräten könnten wir das machen. Hatten wir halt verschiedene Geräte, durchaus auch Windows-Notebooks, überlegt einzuführen oder mehr einzuführen. Wir hatten ja schon Windows-Geräte, aber tatsächlich statt einem Thin-Client eben auf Windows-Notebooks zu gehen. Haben wir gesagt, okay, eigentlich wollen wir Richtung mehr Google-Dienste gehen. Lass uns mal die Chromebooks anschauen. Damals noch mit dem R13 und dann wurde im Laufe des Jahres das BIN13 ausgerollt. Und haben dann halt wirklich so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie das Ganze funktioniert. Und ob wir das wirklich den Kollegen, naja, ich sag jetzt mal, böse zumuten, wenn man halt noch nicht so genau weiß, was auf ihn dazukommt, ob diese Geräte tatsächlich in der Praxis funktionieren, haben dann erstmal mit kleinen Geräten pilotiert. Deswegen eigentlich da bis Anfang Dezember oder Mitte Dezember noch relativ wenige Geräte. Das waren dann die Kollegen, die entweder bei uns im Backoffice oder draußen als Pre-Tester schon mal Geräte bekommen haben, um so ein bisschen Erfahrung aus der Praxis sammeln können, was geht vielleicht noch nicht. Und haben dann jetzt im Januar angefangen, die Geräte auszurollen und sind jetzt, die Zahlen sind, glaube ich, sogar von gestern, mittlerweile bei ca. 600 Geräten angekommen. Also auf einer der ersten Folien stand drauf, ca. 1500 werden es im Endausbau mal werden. Und auch da wieder das Thema, was ich gerade eben auf der Folie vorher hatte, gilt auch für uns. Auch wir haben gesagt, lasst uns mit dem Skateboard anfangen. Ja, wir haben erstmal gesagt, wir rollen erstmal nur 100 Geräte aus. Nicht, weil wir kein Vertrauen in die Geräte hatten oder sonst was, sondern es ging eher darum, dass wir sowohl die Kollegen draußen als auch uns nicht überfordern wollten. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen Big Bang, wir rollen die Geräte alle auf einmal aus, ja, dass er sagt, okay, da gibt es dann ein, zwei Wochen und in der Zeit werden die ganzen Geräte rausgerollt. Das hätte unseren Dienstleister, der die kommissionieren muss, wahrscheinlich überfordert. Also die Geräte müssen schon erstmal halt initial in diesen Enterprise-Mode gesetzt werden. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten initial müssen halt wirklich für jedes Gerät einzeln gemacht werden. Und je nachdem, was dann halt am Anfang durchaus mal hätte passieren können, dass man sagt, die Geräte kommen nicht rechtzeitig an. Die kommen beschädigt an. Vielleicht ist auch irgendwo was, wirklich ein Setting, was wir noch nicht bedacht haben, und da knirscht irgendwas. Und wenn dann zu viel auf einmal kommt, jedes Element für sich ist vielleicht kein so großes Thema, aber wenn zu viele auf einmal kommen, würde es auch uns überfordern. Und wir gesagt haben, okay, lass uns wirklich klein anfangen. 100 Geräte, gucken wir mal, wie es funktioniert. Das war die erste Welle. Insgesamt gibt es 4. Und mittlerweile sind wir gerade in der dritten Welle drin und haben dann also in den Wellen 2 und 3 ca. 300 bis 400 Geräte. Und dann am Schluss gibt es dann halt den Rest. Und den, glaube ich, kriegen wir dann auch ganz gut hin, weil dann ist es wirklich so, dass sagen, jetzt sind die Prozesse so stabil. Die Kollegen haben auch uns schon das erste wertvolle Feedback gegeben, wo wir vielleicht nochmal nachjustieren mussten. Sowohl jetzt halt von unseren Google Senseis, aber halt auch von den Endanwendern, aber auch vielleicht von unserem generellen Support-Team im IT-Bereich. Und wenn das dann klappt, dann kommt die nächste Welle. Also wir haben halt, wie gesagt, mit 100 Geräten angefangen und da, diese Punkte, die da stehen, die haben wir da eigentlich für jede Welle angewendet. Was müssen wir noch verbessern? Okay. Nächste Welle und so weiter. Das war halt möglichst störungsarm, störungsfrei. Gibt es aus meiner Sicht keine Rollout, aber das sind halt mit so wenig Störungen wie möglich über die Bühne bekommen. Und bis jetzt läuft es wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt auch Anfang des Jahres bestimmte Kickoff-Veranstaltungen vom Vertrieb, also gar nicht mit IT als Thema. Hatten aber dort das Feedback bekommen, kommt echt gut an. Also es läuft wirklich gut. Was selten ist. Also in der Vergangenheit haben wir uns immer ankreiden müssen, was mal wieder nicht geklappt hat. Und bis jetzt läuft es wirklich gut. Bin sehr, sehr froh. Und das ist auch hier nochmal, das wäre dann eigentlich die letzte Folie, so im Prinzip ein gewisser Kreislauf, den wir jetzt etablieren wollen. Also im Prinzip, es gibt jetzt irgendwelche Neuerungen, wie jetzt zum Beispiel vielleicht erstmal das Chromebook als sich, aber vielleicht auch irgendwelche neuen Tools, neue Einstellungen, vielleicht haben wir einen Fehler behoben. Dann geht es erstmal an unsere Google Senseis. Also erstmal testen wir es natürlich intern. Das ist der erste Schritt. Und wir sagen, okay, für uns sieht es gut aus.
kriegen Sie Sensei zur Verfügung gestellt. Guckt ihr nochmal drüber, ist es wirklich stabil, funktioniert es? Gibt es noch irgendwas, was wir beachten müssen? Müssen wir das vielleicht auch kommunizieren, was wir hier ändern? Gebt uns eine Info und dann als nächstes dann zu sagen, okay, wir rollen es aus, gegebenenfalls mit einer Begleitkommunikation. Hier, da kommt jetzt was, das haben wir geändert, da ist ein Fehler weg, da ist eine neue Funktion da. Und wenn dann während des Rollouts vielleicht doch noch irgendwas passiert, wo die Kollegen sagen, ja, da war zwar eine Kommunikation, aber ich habe da trotzdem noch Fragen zu oder was ist denn hiermit oder damit, dass dann die Kollegen tatsächlich so als Zwischenstelle fungieren und sagen, die Anwender entweder über die Communities oder als 1:1 Kontakt zu einem dieser Senseis sprechen die halt an, die sammeln das und geben es dann an uns zurück und wir wiederum geben es dann zuerst an die Senseis und die können es dann wieder in die Fläche geben. Genauso auch mit Änderungswünschen. Da kann natürlich auch sein, dass man sagt, oh, wäre das nicht eine coole Sache, wenn wir das, auch noch hinbekommen könnten. Und dass dann im Prinzip so ein stetiger Kreislauf entsteht, wo wir tatsächlich jetzt nicht entweder die IT stülpt euch was über oder der Vertrieb will irgendwas, wo die IT sagt, wie sollen wir das hinbekommen? Dass wir tatsächlich wirklich als Team permanent im Austausch stehen und ja, tatsächlich dann Dinge, die entweder von uns kommen oder vom Vertrieb, auch in kleinen Runden, auch da wieder das Thema Skateboard, wo man sagt, okay, jetzt kommt der nächste Riesenschlitten, sondern wir machen auch da kleine Schritte, die halt gut zu managen sind, auf allen Seiten. Ja, das ist unser Chromebook-Rollout. Gibt es denn dazu irgendwelche Fragen? Jawohl, ich gebe einmal das Mikro weiter. Danke. In dieser Kurve mit den ansteigenden Chromebooks, da waren immer wieder mal so Rückgänge, so kurze, gingen die kaputt, wurden die verloren? Ich war schon gespannt, ich gehe nochmal auf die Folie kurz zurück. Das ist richtig. Genau die da, ja. Ja, und zwar, das hat was damit zu tun, die Art und Weise, wie ich das auswerte in dem Admin-Tool. Da geht es darum, hier links, weiß nicht, ob man es auf dem Bild erkennen kann, steht Geräte mit 7 Tagen der Aktivierung. Das heißt, wenn ein Gerät zwischendrin, ja genau, zwischen den Jahren, war sowieso dann relativ wenig, da haben wir dann die ersten, also hier, da ging es dann irgendwann los, da haben wir dann die ersten Geräte ausgerollt. Und nur weil sie jetzt dann im Versand waren, sind sie ja noch nicht im Betrieb oder beziehungsweise vielleicht hat auch ein Kollege gesagt, okay, auch das hat natürlich aus, dass die Kollegen sagen, ich habe es das erste Mal jetzt in Betrieb genommen, aber da sind wir bei dem Thema von vorhin, lasst euch Zeit. Ne? Nur weil es jetzt da ist, heißt es jetzt nicht, baue den Wise-Client, diesen Sync-Client sofort ab und arbeite nur noch mit dem Gerät. Also es gab durchaus auch ein paar Kollegen, die gesagt haben, ich melde mich mal an, ne? Das wäre dann sowas hier. Und dann vielleicht zu sagen, ah, okay, habe ich gesehen, funktioniert, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal mit einem anderen Gerät weiter. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass die Dinger, weil sie halt ein paar Tage dann auf dem Schreibtisch lagen oder im Schrank und dann erst wieder in Betrieb genommen werden. Also daher kommen diese kleinen Ditches zwischendrin, aber man sieht ja den Trend. Ne? Also tatsächlich im Prinzip hier, da ist dann wieder eine neue Welle rausgegangen. Und ja, da stehen wir momentan also bei etwas mehr als 600 Geräten. Gut, und eine kleine Frage noch. Mit Citrix greift man ja auch größtenteils auf Windows-Anwendungen zurück. Richtig. Gab es denn jetzt zur Nutzung mit den Chromebooks für so gut wie alles einen adäquaten Ersatz, der webfähig war oder ist? Also momentan ist es tatsächlich so, dass was lokal auf dem Chromebook ist, da haben wir wirklich momentan bewusst erstmal nur die Google-Produkte. Wir haben ja gesagt, okay, auch da ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wir haben gesagt, okay, im Citrix, wir nehmen euch ja nichts weg, wir bauen euch noch was Neues dazu. Ja, also alles, was, wie gesagt, das kenne ich so von meinem Citrix-Umfeld und das andere ist ja alles schön gut, aber da habe ich jetzt momentan nicht die Zeit für. Ist okay, dann öffnen Citrix-Workspace, gehen dann Citrix und mach dort weiter wie gewohnt. Eigentlich ein bisschen schade, weil du dir ein paar Möglichkeiten nimmst, aber gut, kannst du auch später machen. Und da ist halt auch das Microsoft Office dann drin. Also im Zweifelsfall muss derjenige halt einfach nur noch zusätzlich halt Citrix aufmachen, um dort dann halt seine bisherigen Tools weiter zu nutzen. Was wir jetzt demnächst ausrollen dürfen, das musste bei uns erst noch approved werden. Es gibt von Google eine Erweiterung der Office Editor. Das ist ein Plugin, was man im Chrome-Browser installieren kann, was bis zu einem gewissen Grad auch mit den originären Microsoft-Formaten umgehen kann. Da müssen wir tatsächlich auch erstmal Erfahrung sammeln, wo das Ding dann vielleicht an seine Grenzen stößt. Das wäre dann das Erste, wo man sagt, da muss ich dann vielleicht gar nicht unbedingt in Citrix rein, wenn ich halt tatsächlich mit den Google-Tools, noch nicht mit den Google-Tools arbeiten will, aber auf dem Chromebook mit den Microsoft-Dateien wäre das möglich. Aber eigentlich wollen wir so nach und nach die Leute dahin bewegen, dass sie sagen, okay, ich mache wirklich den Schritt Richtung Google in den entsprechenden eigenen Formaten auch.
eben mit diesen ganzen Geschichten, was ich vorhin kurz angerissen habe, was die Teamarbeit betrifft. Und da will ich jetzt aber keinen Zwang aufbauen, wo ich sage, ihr müsst jetzt alles umstellen. Da wird dann eh nur eine Abwehrhaltung erstmal eintreten, sondern wirklich zu sagen, das sind die Möglichkeiten und dass die Kollegen dann im Zweifelsfall sagen, weil ich das bei mir oder vielleicht bei anderen Kollegen gesehen habe, dass es tatsächlich funktioniert, dass dann die Kollegen nach und nach immer mehr darauf umstellen. Das ist tatsächlich so unsere Idee. Ich komme schon mal dir nach vorne. Allerdings habe ich bestimmt noch für 5 Minuten oder 10 Minuten weitere Fragen mehr aufgeschrieben. Ich wollte dich nicht die ganze Zeit unterbrechen. Zu dieser Kurve. Ja. Sind da welche tot? Prüfst du das? Also jetzt geht es hier runter und dann einer sagt, ach, ich logge mich mal ein, funktioniert. Und dann 5 Tage später fängt er an zu arbeiten. Hast du geprüft, ob einer das immer noch da liegen hat und nicht mehr damit arbeitet? Machen wir im Moment bewusst noch nicht. Ist okay also. Ja. Ja, das ist okay. Also, aber wie viele sind's? Wie viele sind tot? Kann ich jetzt die Zahl gar nicht genau sagen. Also wir haben tatsächlich jetzt, weiß ich, vielleicht 10%. Ja. Aber es ist eine Schätzung. Aber es ist eine bewusste Investition. Habt ihr ein paar Euro die kommen ausgegeben noch, für diese, also sie werden, werden, genau, also wir werden ja auch immer mehr, ich glaube, das kommt von ganz alleine. Das ist im Moment tatsächlich so, das habe ich auch bei den Sensei-Trainings jetzt teilweise gehört. Da waren wir ja noch im Rollout drin, oder wir sind es ja auch noch weiterhin. Dass durchaus dann einige auch gesagt haben, ja, wir haben gestern die Dinger bekommen, aber jetzt haben wir sie erstmal in den Schrank gepackt. Wie bei Danone, früher oder später kriegst du sie dann. Ja, genau. Und so nach und nach, also ich glaube, dass es dann wirklich ganz von alleine kommt, wenn die Kollegen tatsächlich dann sehen, was da möglich ist. Und an der einen oder anderen Stelle wird es vielleicht auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit mit sich bringen. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der auch gesagt hat, ja, wir haben die jetzt bekommen. Also zum einen war tatsächlich die Frage, darf ich die denn schon nutzen? Und gesagt, naja, klar, wir haben sie euch geschickt. Also manche haben wirklich noch auf eine separate Ankündigung, eigentlich hatten wir das schon angekündigt, ne, kommt nach und nach, aber einige waren trotzdem unsicher. Und gesagt, darf ich da wirklich jetzt schon? Und, ja, ja, hau rein. Ja. Und andere waren auch wirklich so, naja, will aber jetzt noch nicht. Ne? Ja. Und ein Kollege, der dann auch gesagt hat, naja, ganz ehrlich, mobil arbeiten tue ich ja nicht, brauche ich ja nicht. Wo ich gesagt habe, denk mal wirklich drüber nach, weil er hat gesagt, also bisher, es ging ja bisher auch so, ne? Da war es aber klassisch so, dann hat man irgendwelche Unterlagen zum Kunden, hat halt ausgedruckt, ne, hat man mitgenommen und gesagt, naja, was machst du denn, wenn jetzt dein Kunde aber sagt, okay, jetzt haben sie hier die Papierunterlagen, schön und gut, da fehlt mir aber noch was, haben sie vielleicht noch weitere Kandidaten, die sie mir vorstellen können? Ja, habe ich jetzt halt nicht dabei, müssen wir nochmal einen Termin ausmachen, wo ich sage, okay, wenn du dieses Ding hier mit dabei hast, da ist alles drin. Du hast sämtliche Profile, die wir momentan im Pool haben, die sind hier online drin. Ja, und wenn gerade noch ein neues dazukommt, du hast dein Echtzeit-Pool immer griffbereit. Wo du sagst, okay. Wie klappt das mit den Hotspots? Kommen die, kriegen die Mitarbeiter das hin, Hotspot auf dem Handy aufmachen, da einloggen oder habt ihr da viele Supportfälle? Also die Tickets halten sich tatsächlich noch im Rahmen. Ja, mal gucken, wie es jetzt ist im Endausbau. Wo wir tatsächlich ein bisschen gucken müssen, ist, was jetzt einfach unsere Mobilverträge betrifft. Ja, welche Provider nutzt ihr da, Mobilverträge? Wir sind bei Vodafone. Ja. Und wir waren früher bei E-Plus und das war ganz schrecklich. Also wir jetzt sind alle auf Telekom, weil also wir haben das ging theoretisch, aber an der Stelle, wo man es dann immer nutzte, war das Netz zu schlecht. Ja. Und dann war es sozusagen in der Realität dann so, dass du gedacht hast, okay, jetzt habe ich es dreimal versucht, sitzt schon wieder ein Kunde vor mir, das mache ich jetzt nicht, weil die Auswahlwahrscheinlichkeit so hoch ist. Ja. Aber Vodafone hat, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Netz. Also ja, auch da haben wir teilweise, aber auch in der Vergangenheit, wenn es eine reine Telefonie auch war, also gab es teilweise, auch bei Vodafone gibt es halt mal ein paar schwarze Flecken. Ja? Also wir waren mal bei der Telekom, hatten dort teilweise Probleme, wo es dann hieß, ja, bei Vodafone ist es besser, wir hatten es auch schon andersrum erlebt. Und ja, das E-Plus bzw. O2-Netz, einfach rein physikalisch auf den Frequenzen, diese Funken. Also ich bin privat auch bei einem O2-Reseller. Ja, ich habe das schwächste Netz. Ich habe aber auch jetzt für mich privat mich bewusst dafür entschieden, weil ich sagte, privat nutze ich es nicht so häufig und dann ging es mir eher um die Kosten. Aber als Unternehmen, ja, also ich glaube Telekom, Vodafone ist da wahrscheinlich schon besser aufgestellt. Zu den Chromebooks habe ich noch ein paar Fragen. Du sagst, da muss am Anfang so ein Enterprise-Mode aktiviert werden. Ich habe mich jetzt relativ lange, aber auch schon Vorträge gehalten über meine Erfahrung mit dem Chromebook. Was ist denn das? Ich konnte da jetzt irgendwie aus dem Android Store irgendwelche Apps installieren, das ist vermutlich deaktiviert bei euch. Aber was heißt denn das? Also Enterprise Mode bedeutet letztendlich, dass das Gerät eben zentral gemanagt werden kann. Das ermöglicht uns überhaupt erst das Ding über dieses MDM-Tool von Google. Es gibt auch noch Dritt-Tools, aber wir nutzen das Originäre von Google.
dass man es über die normale Google-Admin-Konsole eben managen kann. Dafür muss es in diesen sogenannten Enterprise-Mode. Dann wird es nämlich bei uns tatsächlich als Gerät registriert in der Domäne und ermöglicht uns halt wirklich dann das Ding komplett zu administrieren. Würden wir das nicht tun, könnte man... Und da könntest du ein Browser-Plugin da reinschubsen von zentral auf dem Browser. Genau, wir können halt Sachen dann entweder drauf pushen, wir können aber auch Sachen wieder wegnehmen. Wir können auch tatsächlich dann für bestimmte User-Gruppen oder Gerätegruppen, manche Sachen sind gerätebezogen, manche Sachen sind userbezogen, halt dann auch bestimmte Dinge halt auch steuern. Und sagt, habt ihr das schon gebraucht? Gab es Anwendungsfälle, wo du gesagt hast, jetzt muss ich unbedingt? Also im Moment machen wir es jetzt eher so, dass wir eigentlich erstmal einen Standard für alle haben, plus halt das hier für die Senseis. Also wir machen das bei uns jetzt so. Wir haben im Prinzip noch zwei Gruppen, irgendwann wird es mal drei sein, so eine Art, wenn irgendjemand mal ein Tool ausprobieren möchte, dass man sagt, okay, da gibt es ein neues Tool, das will ich mir einfach mal anschauen, ja, ob das für uns taugen kann, der würde in so eine Gruppe reinkommen, wo er sagt, da darfst du auf, also wenn du da drin bist, darfst du eigentlich auf dem Gerät erstmal alles, ja, um es wirklich mal auszuprobieren. Was wir im Normalfall aber nicht wollen, auch wieder das Thema GDPR, ja, wer weiß, was da für Add-ons dann installiert werden, dann haben wir vielleicht einen Daten... Das dürfen die aktuell nicht, also selber installieren das momentan nicht. Also eigentlich auch so eine Art Thin Client, nur mit mehr Multimedia. Richtig, ja, also letztendlich schon. Also die gibt ja teilweise echt von der Funktion her ein paar coole Sachen im App Store, also entweder für den Chrome Browser, aber halt auch für Android-Geräte. Aber David hat sich da ein bisschen Sorge haben, dass wir dann eventuell nicht mehr DSGVO-konform sind. Ja, haben wir die im Prinzip erstmal zugenagelt. Was aber nicht heißt, dass du in einem Deal sagst, ach ja, kannst auf meinen ganzen Google-Kram zugreifen. Genau. Aber es gibt durchaus dann auch schon die Möglichkeit, wie jetzt mit diesem Office-Editor, gut, zumal der jetzt auch von Google kommt, ja, aber auch der war jetzt nicht von vornherein, wo wir gesagt haben, okay, den können wir einfach ausrollen. Lokal installierte Microsoft-Programme greifen auf Google-Ressourcen zu und machen einen Google-Doc in meinem Microsoft Office auf. Habe ich das richtig verstanden? Nee, also dieser Office-Editor ist wirklich ein Plugin. Ich könnte es auch hier zeigen, aber ich glaube, dann dauert man das zu lange, also das kann ich vielleicht im Nachgang nochmal zeigen. Ja, schreib's aber kurz. Kurz zeigen? Nee, beschreib kurz. Beschreib kurz. Also du hast tatsächlich angenommen, du hättest jetzt in deinem Drive eine Excel-Datei. Dann machst du, wie sonst auch, also musst du dich gar nicht drum kümmern, machst einfach einen Doppelklick und statt, wie es sonst ist, wo er sagt, öffnen mit und du müsstest es konvertieren in Google-Tabellen, hängt sich dieses Tool dazwischen und macht dann im Browser ohne Konvertierung die Excel-Datei auf. Ja, und dann kannst du auch wirklich die Datei ausfüllen, hast auch verschiedene Funktionen, die du im Excel auch hättest. Wer stellt dieses Web-Plugin zur Verfügung? Ist das Microsoft? Das machen wir. Google, das ist von Google. Okay, also es heißt Google-Tabellen, aber auf der nativen XLSX-Datei. Es ist wirklich, nee, es ist immer noch eine Excel-Datei. Also es ist wirklich nur, das ist so ein nachgeahmtes Office. Ja. Also das heißt, auch mit den entsprechenden Einschränkungen, von wegen eben in dem Moment noch nicht zusammenarbeiten, dann kann derjenige, wenn er es gerade zugemeldet bekommen hat, vom Kunden vielleicht, ja, und will es aus welchen Gründen auch immer nicht in Google-Tabellen konvertieren, ich würde es ja trotzdem erstmal empfehlen. Aber wenn wirklich, kann jetzt sowas sein, dass du sagst, das ist wirklich so komplex, da die Konvertierung zerhaut es dann. Dann könnte ich aber mit dem erstmal gucken, wie es funktioniert. Müssen wir ausprobieren. Also ich kann auch nicht sagen, wie gut uns das helfen wird, weil es, wie gesagt, Ziel ist ja eigentlich wirklich auf die Google-eigenen Formate. Das soll auch nur eine Brücke sein, um dann später... Richtig. Zwei Fragen habe ich noch. Eine wirst du mir vermutlich nicht beantworten wollen. Aber ich komme erstmal mit der unproblematischeren. Wollen die Mitarbeiter E-Learning? Also ich habe jetzt noch nie ein Handbuch richtig durchgelesen und ich vermute, die meisten von euch auch nicht. Und jetzt mache ich gleich einen Kurs. Und dann auch alleine, online? Ich weiß, es ist total in Mode, aber ich glaube irgendwie noch nicht dran, dass die Leute sich wirklich hinsetzen und dann ist cool, also marketingtechnisch 1A, Sahne, ja, Sensei und so. Aber gibt es da eine Nachfrage für? Ja, die gibt es, wobei man jetzt auch nicht sagen kann, dass das in der Fläche komplett überall so ist. Also auch da gibt es welche, die sagen, ja, habe ich drauf gewartet, das wird auch regelmäßig von Kollegen tatsächlich angesprochen, sagen, kannst du nicht endlich mal was anbieten? Ja, du machst doch da die ganzen Sachen, kannst nicht bei uns in den Distrikt kommen und uns mal ein paar Sachen zeigen? Ja, oder, dass man, haben dann auch deine Kollegen gesagt, also durch die Gegend fahren ist für mich gerade ein bisschen schwierig, ja, können wir es mal online machen, also sagen, 1-2 Stunden mal irgendwie online irgendwie sowas. Das ist aber, glaube ich, echt schon das Maximum, ja, weil meine Erfahrung ist, und das haben ja auch andere Partner durchaus auch schon mit auf den Weg gegeben, gesagt, also wenn du Sachen online machst, machst du möglichst kurz, konzentrier dich vielleicht wirklich auf ein bestimmtes Thema oder sogar so wie das Video hier, ganz kurz gehalten. Ja. Und
nur dieses eine Thema dann gegebenenfalls, und wenn das nicht reicht, kommt dann irgendwann ein anderer, so wie bei unseren Skateboards. Ja. Also aber es ist schon so ein bisschen auch eine Brücke, ne? Also eigentlich sagst du auch, die Leute würden am liebsten, dass du quasi neben ihnen stehst, das persönlich machst und so weiter. Genau. Skaliert aber halt nicht mit, wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Das sind über 2000. Also zu 2000 Leuten kannst du halt nicht hingehen, und dann ist sozusagen das auch so ein bisschen eine Brücke, um zu sagen, guck mal, ich habe euch was angeboten, aber es ist halt remote. Ja, und das Zweite ist auch tatsächlich, wenn es jetzt wirklich so zeitaufwendige Trainings wären, dass teilweise auch die Manager draußen auch sagen, ah, wenn jetzt die Kollegen dann so lange aus dem Vertrieb raus sind, ja, die sollen ja eigentlich Geld verdienen. Ja. Ja. Und wenn sie jetzt tagelang in irgendwelchen Schulungen sitzen, habe ich auch wieder ein Thema. Okay, jetzt noch zur letzten bösen Frage. Warum nicht Microsoft? Und da, eigentlich besteht die aus drei Fragen. Also warum habt ihr euch für Google entschieden und nicht für Microsoft? Mhm. Die zweite Frage ist, habt ihr Druck von Microsoft bekommen? Ich vermute, dass ihr vorher ja auch schon sozusagen Microsoft-Kunde gewesen seid und ganz normal Office lizenziert hattet. Ich habe schon von so Geschichten gehört, wo Microsoft dann irgendwann angekommen ist und gesagt hat, wir machen da keine Geschäfte mehr mit euch, und die sich dann sozusagen noch umgeschieden haben. Und was ich auch gehört habe, ist, gab dann auf einmal relativ große Rabatte. Also ja, ach, dann ist das Office 365 doch nicht so teuer, sondern für euch jetzt erstmal für die nächsten Jahre viel günstiger. Kannst du uns da irgendwas erzählen? So, wie war das bei euch? Ehrlich gesagt, nein. Ja. Also es ist im Prinzip so, das war eine zentrale Entscheidung. Unsere Holding sitzt in den Niederlanden. Mhm. Und die hat tatsächlich als Ziel ausgerufen, wir werden quasi eine Google Company. Weltweit. Ach so, das kam auf dich drauf sozusagen. Richtig, du hast das, also war jetzt gar nicht unbedingt eine Entscheidung von Deutschland. Also am Anfang, muss ich ganz ehrlich auch sagen, durchaus auch so ein bisschen widerwillig, ne? Weil auch da war es selber auch, ne? Unsere Komfortzone, wir kennen doch unsere Microsoft-Produkte und ernsthaft Google wirklich. Ja? Also am Anfang war es schon so, dass auch innerhalb der IT und aber auch an verschiedenen anderen Stellen erstmal Widerstände da waren. Mittlerweile aber doch viele Bereiche durchaus auch erkannt haben, dass da ein Potenzial liegt, und sogar manche Bereiche und sogar Bereiche, von denen ich es gar nicht wirklich erwartet hätte, also jetzt, um das auf das Thema mal aufzugreifen, wo ich gesagt habe, also wenn ein Bereich bei uns wahrscheinlich erstmal diesen hier macht, dann ist es unser Controlling. Ja, wenn die sagen, ey, unsere ganzen Excel-Dateien, was wir da so haben, ihr könnt mir nicht mal einen Excel wegnehmen. Ja. Also auch da, es ist auch noch nicht entschieden worden, oder wie wir tatsächlich jetzt mit den Microsoft-Produkten weitergehen. Also momentan fahren wir tatsächlich zweigleisig. Das wird man sicherlich nicht auf Dauer machen können, aber da kann und will ich jetzt nichts zu sagen, wie das tatsächlich weiterentwickeln wird. Aber du bist auch zum Sensei geworden quasi. Ich also vom Skeptiker zum jetzt hier Vortrag halten. Ja, also ganz am Anfang, als ich das erste Mal, also vor Jahren, wie gesagt, als wir diesen Move von Exchange zu Google, da habe ich erst gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Die wollen nicht wirklich, wieso? Was soll uns das bringen? Ja, und das kann halt nicht denen ja ernst sein. War am Anfang wirklich auch sehr skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Sage ich auch in den Trainings auch durchaus wieder mal, ja. Habt aber tatsächlich dann auch für mich, also mir sind tatsächlich an einigen Stellen auch die Augen aufgegangen und gesagt, okay, stimmt, das ist echt cool. Und auch mal Sachen zu hinterfragen, nur weil man sie die ganze Zeit so gemacht hat, ob das auch wirklich weiterhin noch so sinnvoll ist, das so zu tun, ja. Und habe da wirklich verschiedene Sachen dann erkannt, und dann irgendwann war ich sogar mit der Erste, der damals, als dann die Einführung rum war, ihm gesagt hat, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja, jetzt sind diese, wir haben eigentlich zwei Plattformen. Ist das das Ziel, dauerhaft zweigleisig zu fahren? Also eine endgültige Entscheidung ist tatsächlich auch immer noch nicht wirklich getroffen worden, aber die Tendenz geht schon immer Richtung mehr Google. Ob und wann das dazu führt, dass wir halt wirklich von den Microsoft-Produkten dann weggehen. Sozusagen die klassischen Microsoft-Produkte hinter der Firewall zum Installieren und nicht jetzt Office 365 parallel laufen. Nein. Ja, nee. Also sozusagen die quasi die alte richtig. Welt von Microsoft dann auch. Ja. Ja. Okay, das, siehst du, so cool ist das manchmal, ein längeres Video zu machen. Also zumindest für mich persönlich war das jetzt sehr erhellend, am Ende nochmal zu erfahren, dass du sozusagen vom Skeptiker zum Sensei geworden bist. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Sehr, danke sehr cool. Für die Einladung. Und ja, dann Applaus. Danke.